Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Wir sind immer noch auf Bärchensuche und dafür hauen wir uns erstmal was lecker schön zu essen rein. Und zwar, ich würde sagen, ein bisschen Wolf. Ja, der war lecker, der war fein. Ein Schlückschen Entenwein noch dazu. Ne, Gänsewein heißt es, ne? Glaube ich. So, das war prima. Hat jetzt wunderbar geklappt, dass wir uns jetzt einen zweiten Wolf reingesteckt haben und nicht das Wasser getrunken haben. Ich bin wieder total auf Sendung hier. Ich habe einfach schon den Bär vor Augen. So, wir haben heute auf jeden Fall noch relativ zeitig an Dach, ne? Und ich weiß jetzt, wo wir den Bär finden könnten, eventuell. Und deswegen machen wir uns einfach mal auf die Socken. Denn wir haben selbige Warme an und deswegen auf los geht's los. Denn wir waren im Prinzip schon fast da. Da drüben bei der Brücke müssen wir uns nämlich rechts halten. Das Schöne ist natürlich, dass wir da drüben ein Gebäude haben. Und in dem Gebäude haben wir wahrscheinlich auch ein Bett. Das heißt, wir brauchen nicht in der Nacht rumdingeln wie so ein Bescheuerten. Wobei wir das schon lange nicht mehr gemacht haben, in der Nacht rumdingeln wie so ein Bescheuerten. Wäre eigentlich auch mal wieder angebracht fast. Wir waren auf jeden Fall richtig. Ich habe gesehen, es gibt tatsächlich nur eine begrenzte Anzahl von Bärenspawns auf dieser Karte. Und diese Anzahl ist so gering, dass wir sie an einer Hand abzählen können. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Entweder ihr spoilert euch selber auf der Karte oder sucht einfach, bis ihr irgendwann aus langer Verzweiflung mal was findet. Irgendwann vielleicht. Keine Ahnung. Also mir wird es auf der Karte jetzt echt gerade zu lange dauern. Und außerdem, ich bin ja auch so ein bisschen in der Pflicht. Ich muss ja auch mal ein bisschen was zeigen. Und da ich das selber schon nicht ohne Hilfe geschissen kriege, muss ich halt nachgucken. Und von desta wegen müssen wir jetzt halt mal wieder zurücklaufen, auch wenn da ein bisschen Zeit drauf geht. 20 Minuten schon wieder. Erstmal wieder zu der Straße. Und wenn wir an der Straße sind, müssen wir über die Brücke und dann müssen wir rechts in den Wald. Bevor uns war es ganz bitterkalt, mussten wir rechts ab in den Wald. Mich wundert, dass es so eine stabile Brücke ist. Die anderen sind einfach so eine, sowieso generell ein bisschen merkwürdig. Nur fest ausgebaute Straßen hier. Wie die eine vorhin, die haben, wie diese hier. Haben so eine aus Holz gezimmerte, im Prinzip Eisenbahnbrücke, möchte ich es jetzt mal nennen. Und die anderen Kackfeldwege, die da oben noch nicht mal freigeräumt waren, wo wir gerade drüber gelaufen sind, die haben eine massiv aus Stahl gebaute Brücke. Das ist ein bisschen merkwürdig. Vor allem finde ich diese Sparren da oben ganz schön mickerig. Außerdem, was für ein Auto soll der hier durchfahren, bitte? Da passt ja ein kompletter Harvester durch. Weißt du, diese riesigen, großen Erntemaschinen, die sie in den USA haben, die am Tag einfach mal eben so, keine Ahnung was, 50 Kubikkilometer, keine Ahnung was, an Feldern abernten. Ich finde die einfach nur gruselig. Da kannst du wahrscheinlich mit so einem Ding kannst du einfach mal über so ein Haus drüber fahren. Das ist auch weggeschreddert dann nachher. So. Meine lieben Freunde, ich habe gesehen gehabt, dass hier in der Ecke vielleicht auch sein sollte eine kleine Bärensporn. Hätte eben jener Bär denn jetzt gerade auch vielleicht mal Bock, sich mal zu zeigen? Ich gehe mal hier noch ein bisschen weiter in eine Walachei rein. Vielleicht ist er auch oberhalb vom Wasserfall. Vielleicht ist der Bär ja ein bisschen dumm und erwartet, dass die Lachse den Wasserfall hochkommen. Was bei dem Wetter allerdings jetzt gerade vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich ist. Aber man weiß ja nicht, inwieweit so ein Bärchen damit denkt. Okay, haben wir auf jeden Fall schon mal nochmal zweimal Bart flechten. Was mich daran erinnert, dass ich gleich noch ein bisschen bei Springfield weitermachen muss. Spiele ich übrigens, falls einer von euch das spielt, ihr dürft mich da auch gerne adden. Ich bin jetzt einfach mal so dreist und sag mal, soll ich da mal, sag mal, Regie, soll ich da meinen Namen mal sagen?
Weiß es ja nicht. Es könnte sein, dass... Ah! Huhuhu! Ha, ha, ha. Hi, hi, hi. Ha, ha. Hab dich! So. Abgelenkt vom Thema. Ich sag's einfach mal gucken, was passiert. Da ist die Propan-Paula bei Origin. Beziehungsweise dann im Spiel, dann, wenn ihr euch mit Origin da anmeldet, bei Springfield, Simpsons Springfield. Einfach mal nachsuchen. Ich bin irgendwann um die 42, 41, 40 rum. Mich würde jetzt mal interessieren, ob du mich angreift oder ob du dich verpisst, der kleine Scheißer. Aber ich knall dir jetzt einfach mal was von Latz. Ich will den haben. Zieh da nicht so. Hab ich ihn getroffen? Sifter? Ich bin mir unsicher. Der Sift! Jetzt müssen wir nur, weil ich für den Gästes Lachen habe. Jetzt müssen wir den nur noch schön hinterher rennen und dann gleich schön mit dem Messerchen in den Wanst. Ah, Messer rein, Gedärme raus, Messer rein. Ach, schön. Wo ist er denn jetzt hin? Ich darf es nicht aus den Augen verlieren. Wir haben nämlich auch nicht mehr so viel Zeit, bis es dunkel wird. Achso, um das Spiel jetzt übrigens noch ein bisschen. Liebe Kinder, der Bär hat sich ein bisschen vertan. Der war auf der Suche nach Honig, hat aber leider nicht in das Honigglas gegriffen, sondern in das Marmeladenglas. Und deswegen tropft er jetzt ein bisschen Marmelade auf den Boden, während er am Laufen ist. So, und ich versuche den jetzt zu finden, damit ich den über seinen unglaublichen Irrtum aufklären kann und dem den Honig geben kann. So, wo haben wir denn? Hier ist er weitergelaufen. Da sind überall noch ein paar Tröppelkiss. Da gehen die Tröppelkiss weiter. Tröppelkiss, Tröppelkiss, Tröppelkiss. Ich würde jetzt interessieren, ob ich den ersten einfach total daneben gesetzt habe, den Schuss. Oder ob die wirklich mehr als zwei Schüsse aushalten. Ich fände das halt auch schon wirklich pervers. Also wenn man nicht in dem Modi spielt, wo ich jetzt gerade spiele, und der hält wirklich mehr als zwei Schüsse aus, sind die doch im Prinzip nicht zu erledigen, oder? Ich glaube fast echt eher, dass ich den ersten wieder mal total versägt habe. Aber wie lange läuft denn der in der Weltgeschichte rum? Ich habe jetzt keinen Bock, dass er gleich duster wird. Schön, dass hier die Spuren enden übrigens. Ah, hier geht's weiter. Das Kaninchen da drüben ist ein bisschen aufgeschreckt. Ja, geil, jetzt sind die Spuren weg. Ja, Bombe, und wo ist... Oh, nee, ne? Und wie soll ich den jetzt finden, bitte schön, meine Herrschaften? Ah, ich glaube, da oben liegt er. Da hat er sich also gerade nochmal so eine ruhige, windgeschützte Ecke gesucht, um sich in aller Seelenruhe die Marmelade von der Tatze zu lecken. Aber leider, leider ist er dann jetzt eingeschlafen. Das ist bei diesen Temperaturen nicht so gut. 6% gefroren, schon so ein Schmand. Ach, guck mal, was da niedlich aussieht, hm? Bist du der Bob, ja? Komm, Bob. Ich, verlustiere mich mal an deinem... Ach, du heilige Scheiße. Als erstes nehme ich dir mal ganz kurz die Haut ab. Ich kann dem doch jetzt nicht 31 Kilo Fleisch vom Leib ruppeln. Und 10 Einheiten Darm. Ja, die sind mir scheißegal. Das Fleisch ist wichtiger. Alter, ich werde sowas von überladen sein. Wir werden nie nach Hause kommen. 31 Kilo Schwarzbärenfleisch im Inventar abgelegt. Ja. Zum Glück ist es jetzt gerade auch gar nicht duster geworden.
Wie lange brauchen wir jetzt noch für den 10er Darm? 3 Stunden, 20 Minuten, ihr könnt mich mal. Das kann ich mir jetzt gerade leider nicht leisten. 50,3 Kilo. Alter, ist das übertrieben. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, ich möchte jetzt auch nicht das Fleisch da lassen. Ich weiß, wir haben einfach viel zu viel sowieso schon in der Tasche. Warte mal, war hier drüben nicht gerade noch die Straße? Da ist die Straße. Ich folge der jetzt gleich einfach. Und ich weiß, es wird jetzt wieder sehr, 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 sehr dröhig werden, meine lieben Freunde. Aber jetzt habe ich wenigstens was zu erzählen. Also, damals, als ich im Wald unterwegs war, es hatte ein wenig geschneit. Da hatte ich schwere Taschen an. Ich hatte mir ein bisschen zu viel zu essen eingepackt. Ich habe mir gedacht, boah, nimmst du mal lieber ein Schnittchen mehr mit. Habe ich ein bisschen mit dem Schinken übertrieben. Habe ich mir einfach mal 31 Kilo Schinken auf das Brötchen raufgekleistert. Und war mich am Wundern, warum sich das so schwer laufen lässt damit, nicht? In der Tasche. Hat, ja, überladen. Danke für diese Information. Das wäre mir jetzt fast nicht aufgefallen. Oh Mann. Ich finde es gerade schon fast ein bisschen ärgerlich, dass wir den Darm jetzt da lassen mussten. Aber andersrum. Das Fleisch war mir jetzt gerade in dem Fall mal echt mal lieber. Und immerhin haben wir jetzt in 4 Stunden 30 Kilo Fleisch rausgerüppelt gekriegt. Und für 10 blöde Stückchen Darm hätten wir jetzt auch nochmal 2,5 Stunden gebraucht. Das ist für mich irgendwie in keinem Verhältnis, weil Darm brauchen wir eh nur für die blöden Fallen, für die Karnickels und zum Angeln. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob wir... Ist Darm überhaupt eine endliche Ressource? Ne, warte mal, wir können uns, glaube ich, aus... Irgendwas können wir uns, glaube ich, auch noch Schnüre machen. Ich glaube, aus irgendwas der neuen... Von den neuen Pflanzen, die dazu gekommen sind. Die ich so noch gar nicht behandelt habe. Was ich vielleicht mal machen sollte. Bei Zeiten. Es wird übrigens gerade dunkel, habe ich das Gefühl, ne? Das heißt, wir werden jetzt gleich wahrscheinlich ein bisschen im Dunkeln latschen. Mehr oder weniger. Eher mehr als weniger. Weil ich glaube, bis wir irgendwo mal an den nächsten Hütte ankommen, das wird sich noch ein bisschen hinstrecken. Ich sag mal, so in 2 Folgen dürften wir wieder zu Hause sein, vermute ich mal. Frühestens. Aber auch wirklich nur dann, wenn nichts Nennenswertes dazwischen kommt. Wobei ich jetzt gerade natürlich auch nicht weiß, was dazwischen kommen könnte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann das aber auch nie liegen lassen, ne? Ich bin aber auch immer so ein Heimchen so ein bisschen. Andererseits bin ich natürlich auch ein sehr sparsamer Mensch und auch sehr naturverbunden irgendwo. Wenn ich schon gezwungen bin, ein Tier zu schießen, dann möchte ich auch gerne alles, soweit es geht, alles davon verwerten. Deswegen bin ich ein bisschen traurig, dass der Darm noch da liegt. Und rumrottet. Aber ich meine, vielleicht rottet Darm ja gar nicht rum. Dann müssen wir uns die Stelle merken, dann können wir den später nochmal abholen gehen. Wenn wir gerade mal 2,5 Stunden Zeit haben und Platz im Inventar für ein bisschen Darm. Wobei uns die Sache mit dem Platz im Inventar ja irgendwie noch nicht gestört hat bis jetzt. Weil Platz ist ja da. Man bewegt sich nur nicht mehr ganz so schnell dann damit. Und mit nicht mehr ganz so schnell meint er, boah, echt schon ein bisschen langsamer. Ich habe das Gefühl, wir, also noch ein bisschen langsamer und wir stehen wirklich still. Jetzt wünsche ich mir gerade so eine Autorun-Taste wie bei H1Z1. Einfach reinklemmen und zugucken, wie wir weiter schleichen. Aber daraus wird, glaube ich, nichts. Gut, dann machen wir jetzt hier einfach mal einen Cut. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Es sei denn, du hast wirklich absolut keinen Bock, mir jetzt hier beim Rumschleichen zuzusehen. Dann würde ich sagen, guck doch einfach übermorgen wieder rein. Kannst dir morgen was anderes geben. Oder jetzt, oder gleich, oder wie auch immer. Auf jeden Fall Däumchen nach oben nicht vergessen. Und, ja, eure Kommentare dazu. Wäre zum Beispiel, sollen wir noch den Darm von dem Bär abholen gehen oder nicht? Wäre auch nochmal nett zu wissen. Also, wir sehen uns dann. Tschüss.